Der 3D-Druck wird als additive Fertigung bezeichnet. Das bedeutet, dass Material addiert, also hinzugefügt oder zusammengesetzt wird. Der 3D-Drucker fügt das verwendete Material Schicht für Schicht zusammen und baut dadurch ein dreidimensionales Gesamtobjekt auf. Damit ein Objekt mit einem 3D-Drucker gefertigt werden kann, muss es zuerst als dreidimensionales digitales Modell konstruiert werden. Dafür gibt es bestimmte Computerprogramme, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Die Datei, die dabei entsteht, nennt man digitales Volumenmodell. Das ist sozusagen ein am Computer erstelltes plastisches Objekt. Mit den Methoden der additiven Fertigung sind den Geometrien der konstruierten Objekte nahezu keine Grenzen gesetzt. Es können zum Beispiel auch Hohlräume oder ineinanderliegende bewegliche Formen gedruckt werden. Es gibt mehrere unterschiedliche Verfahren, mit denen 3D-Drucker arbeiten. Die etabliertesten sind das FDM und das SLA-Verfahren. FDM steht für Fused Deposition Modeling, was so viel bedeutet wie Schmelzschichtverfahren. Bei diesem Verfahren wird beispielsweise ein Kunststoffdraht, der auch Filament genannt wird, in einer Düse zum Schmelzen gebracht. Durch Bewegen der heißen Düse in einer Ebene und kontinuierliches Nachfördern des Materials entsteht eine Schicht des Modells. Wiederholt man diesen Vorgang in übereinanderliegenden Ebenen, entsteht Schicht für Schicht ein dreidimensionales Objekt. Im Prinzip kann man sich das FDM-Verfahren wie eine maschinell gesteuerte Heißklebepistole vorstellen. SLA steht für Stereolithografie. Bei diesem 3D-Druckverfahren wird ein flüssiges Kunstharz verwendet, welches punktuell durch einen UV-Laser ausgehärtet wird. Das wird ebenfalls wie beim FDM-Drucker Schicht für Schicht durchgeführt, bis das Modell fertig aufgebaut ist. Ein weiteres 3D-Druckverfahren ist zum Beispiel das SLS-Verfahren oder selektives Laserschmelzen. Bei diesem Verfahren wird mit einem sehr feinen Pulver als Werkstoff gearbeitet. Dieses wird ähnlich wie mit einer Spachtel in einer dünnen Schicht aufgetragen und danach punktuell mit dem Laser verschmolzen. Wiederholt man diesen Vorgang wieder Schicht für Schicht, entsteht ein sogenannter Pulverkuchen aus verschmolzenem Material, also dem 3D-Objekt, und nicht verschmolzenem Pulver. Das kann man sich so vorstellen wie ein in der Sandkiste eingegrabenes Spielzeug. Mit diesem Verfahren können unterschiedlichste pulverförmige Werkstoffe, wie zum Beispiel Metalle, Kunststoffe oder auch Keramik, verarbeitet werden. Aus diesem Grund wird das SLS-Verfahren auch gerne in der Schmuckherstellung eingesetzt. Im Einstiegsvideo habe ich erklärt, dass die Vorgehensweise bei allen Technologien der Digital Fabrication gleich aussieht. Am Anfang wird eine Grafik bzw. ein digitales Modell eines Objekts mit einem passenden Programm auf dem Computer erstellt. Diese Datei wird dann mit Hilfe einer CAM-Software in ein für die Fertigungsmaschine verständliches Format übersetzt und dann von der Maschine produziert. Dementsprechend sieht die Vorgehensweise bei der Arbeit mit dem 3D-Drucker folgendermaßen aus. Der erste Schritt ist es, erste Skizzen des Objekts auf Papier zu machen und die Dimensionierung festzulegen. Dabei muss beachtet werden, dass das Drucken je nach Einstellungen leicht einige Stunden in Anspruch nehmen kann. Dieses kleine Modell hat zum Beispiel eine Stunde zum Drucken gebraucht. Um Fehlvorstellungen oder Enttäuschungen vorzubeugen, sollte man den Zeitfaktor vor allem bei der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Projekts besprechen. Schritt 2 ist dann die Konstruktion des Objekts mit einem Volumenmodellierungsprogramm, also einer CAD-Software auf dem Computer. Im dritten Schritt wird das fertige Volumenmodell mit der passenden CAM-Software für den jeweiligen 3D-Drucker geöffnet und für den Druck vorbereitet. Dieser Prozess nennt sich Slicen, also das Zerlegen des Modells in Schichten. Zudem muss im vierten Schritt auch der 3D-Drucker vorbereitet und das gewünschte Material eingespannt bzw. eingefüllt werden. Danach wird die fertig geslicete Datei auf den 3D-Drucker übertragen und der Druckvorgang gestartet. Nun heißt es Beine hochlegen und dem 3D-Drucker gespannt bei der Arbeit zusehen, während er völlig automatisch das Objekt druckt. Danach muss im sechsten und letzten Schritt nur noch das fertig gedruckte Objekt aus dem Drucker geholt und gegebenenfalls nachbearbeitet werden.
Die digitalen Volumenmodelle für den 3D-Drucker können grundsätzlich in jeder beliebigen 3D-Design- oder CAD-Software entworfen werden. Für Kinder und Anfänger bieten sich einfach aufgebaute Programme, die einen niederschwelligen Zugang ermöglichen, an. Für den Einsatz in der Schule sind vor allem kostenlose und webbasierte Programme von Vorteil, da sie ohne Installation direkt über den Browser aufgerufen werden können. Ein Beispiel für so ein kostenloses und webbasiertes 3D-Zeichenprogramm ist Tinkercad. Es wurde speziell für Kinder entwickelt und ist sehr einfach aufgebaut. Aus geometrischen Grundkörpern wie Quadern oder Kugeln können mit verschiedenen Modellierungswerkzeugen dreidimensionale Objekte wie Bauklötze zusammengesetzt werden. Zudem gibt es auf Tinkercad auch eine Bibliothek, über die bereits realisierte Projekte von anderen Nutzerinnen und Nutzern abgerufen werden können. Ein weiteres kostenloses und webbasiertes CAD-Programm ist 3D-Slash. Auch hier kann man 3D-Modelle aus einzelnen Bausteinen zusammensetzen und in verschiedenen Modi bearbeiten. Die Handhabung ist wirklich einfach und macht Spaß, da die Bausteine beim Entfernen wild durch die Gegend fliegen. Eine spannende Fächerverbindung zwischen dem Werk-, Mathematik- und Informatikunterricht bietet das Programm BeetleBlocks. Damit kann man 3D-Modelle durch Programmieren mit einer einfachen, blockbasierten Programmiersprache erstellen. Das Programm ist ebenfalls webbasiert und kostenlos. Die Benutzeroberfläche basiert gleich über Turtle Stitch, das zum Programmieren von Stickmustern verwendet wird, auf Scratch. Fast alle 3D-Drucker arbeiten mit dem Dateiformat STL. Deswegen ist es wichtig, dass das am Computer konstruierte Volumenmodell als STL-Datei exportiert wird. Dabei wird die Form so umgewandelt, dass sie aus vielen einzelnen Punkten besteht, die zu Dreiecken verbunden sind. Je höher die Qualitätseinstellungen sind, desto mehr Dreiecke werden generiert und die Strukturen werden feiner und genauer. Diese STL-Datei wird im dritten Schritt mit der CAM-Software des 3D-Druckers, der auch Slicer genannt wird, geöffnet und für den Druck vorbereitet. Vor allem beim FDM-Druckverfahren muss die Schwerkraft beim Herstellungsprozess mitbedacht werden und dementsprechend bei Überbrückungen oder stark überhängenden Strukturen die Verwendung von Stützstrukturen bedacht werden. Diese Unterstützungen des 3D-Modells werden vom Slicer automatisch generiert. In der Videobeschreibung befinden sich Links zu Internetseiten, die die wichtigsten Gestaltungskriterien bei der Vorbereitung von 3D-Druckdateien behandeln. Die Eigenschaften des jeweiligen Materials, das beim Druck verwendet werden soll, spielen natürlich auch eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Dateien. Vor allem im Prototyping- und Privatbereich werden beim 3D-Druck hauptsächlich mit thermoplastischen Kunststoffen gearbeitet, was im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz einen bitteren Beigeschmack mit sich bringt. Die Forschungen und Entwicklungen auf diesem Gebiet schreiten jedoch immer weiter voran, sodass 3D-Druck bei durchdachtem Einsatz und tieferer Materialrecherche auf jeden Fall nachhaltig sein kann. Wird die gesamte Wertschöpfungskette von Produkten betrachtet, so schneiden 3D-gedruckte Produkte generell gut ab, da sie viele einzelne Produktionsschritte und dafür notwendige Ressourcen, Energie und Transportwege überspringen. Sie machen es möglich, ohne Umwege und viel Abfall direkt das Endprodukt herzustellen, was zu einer enormen Zeit-, Kosten- und Ressourcenschonung führt. Ein weiterer Vorteil ist die Sortenreinheit der erstellten Objekte, was sie vor allem im Kunststoffbereich zu 100% recycelbar macht. Es ist also einfach möglich, die verwendeten Kunststoffe zu recyceln, wieder zu neuem Filament zu machen und damit erneut zu drucken. Auf dem Markt sind bereits Filamente aus recyceltem Kunststoff erhältlich. Des Weiteren gibt es auch schon eine lange Liste an anderen Materialien oder Kunststoffverbindungen, die recycelbar sind oder aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, beispielsweise aus Bioplastik, Zellulose oder Holz. Um das nochmal zusammenzufassen: 3D-Druck kann eine nachhaltige Technologie sein, wenn sie mit Köpfchen eingesetzt wird.
Weltweit gibt es bereits mehrere Initiativen, um Plastikabfälle zu reduzieren und mit Hilfe von Technologie zu recyceln. Beispielsweise wurden in Amsterdam Sitzmöbel für öffentliche Plätze aus Plastikabfällen gedruckt. Die Einsatzfelder und somit auch die Chancen des 3D-Drucks sind äußerst vielfältig. 3D-Drucker für den privaten oder semiprofessionellen Bereich sind schon ab einem Preis von etwa 200 Euro verfügbar und kommen unter anderem in Fablabs, Makerspaces oder in Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Dort werden sie vorrangig für die Herstellung von Ersatzteilen, Prototypen oder Gegenständen für kreative, spielerische oder auch bildungsrelevante Zwecke zum Einsatz. Die Nachfrage und die Auswahl in diesem Bereich ist groß und stetig wachsend. Ein vor allem auch für den Werkunterricht spannendes Einsatzgebiet von 3D-Druck ist die Kombination mit Textilien. Indem Elemente direkt auf Stoff gedruckt werden, können interessante Strukturen erzeugt werden. Die Entwicklungen gehen aber noch weiter und so gibt es bereits ganze Kleidungsstücke, die aus dem 3D-Drucker kommen. Interessante Quellen dazu sind in der Videobeschreibung zu finden. Während Branchen wie die Zahntechnik, Hörgerätetechnik oder Prothetik schon seit einigen Jahren als Innovationstreiber in der additiven Fertigung agieren, ist der Einsatz von 3D-Druckern in der Bauwirtschaft noch Gegenstand der aktuellen Forschung. Erste Beispiele von gedruckten Bauwerken aus Beton gibt es bereits. In der öffentlichen Debatte kommen hauptsächlich die Potenziale des 3D-Drucks zur Sprache. Der Vollständigkeit halber muss jedoch ergänzt werden, dass die additive Fertigung auch die Gefahr für einen missbräuchlichen oder kriminellen Einsatz birgt. So ist es relativ einfach, sicherheitsrelevante Gegenstände wie beispielsweise Schlüssel nachzubauen bzw. auf Basis von illegal verbreiteten digitalen Vorlagen zu fertigen. Kommen wir am Schluss nochmals auf den Kern der Maker Education zurück. In Abgrenzung zu anderen MINT-Angeboten steht in erster Linie nicht der Umgang mit neuen Technologien, sondern eine offene, kreative Auseinandersetzung und pädagogisch-didaktische Vorgehensweise im Vordergrund. Wenn 20 Kinder nach einer Unterrichtsstunde relativ gleiche Produkte erstellt bzw. im Kontext des 3D-Drucks modelliert haben, ist dies eben keine typische Aktivität im Sinne der Maker Education. In vielen Fällen ist es zu Beginn notwendig, das Basiswissen und die Basiskenntnisse im Zusammenhang mit einer bestimmten Technologie zu vermitteln, um so den Weg für eine kreative Auseinandersetzung zu ebnen. Aus pädagogisch-didaktischer Sicht ist im Zusammenhang mit Digital Fabrication besonders darauf zu achten, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit komplexeren Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Wird damit begonnen, einfache bzw. personalisierte Objekte zu produzieren, wie beispielsweise ein Schlüsselanhänger mit einer Aufschrift, besteht die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler mehr Produkte bzw. nur Produkte dieser Art produzieren wollen. Schließlich ist ein Schlüsselanhänger aus dem 3D-Drucker oder Lasercutter, der in wenigen Arbeitsschritten hergestellt werden kann, ein attraktives Produkt, das Freunde oder Familie begeistert und gesellschaftlich wertgeschätzt wird. Somit besteht oft kein Grund, sich an komplexeren Konstruktionen, die möglicherweise mehrere Iterationen und Testdrucke benötigen, zu versuchen. Dieses Phänomen wird auch als Keychain-Syndrom beschrieben. Hilfreich ist es, wenn gleich zu Beginn klare Regeln für den 3D-Druck festgelegt werden und die Schülerinnen und Schüler ihre Produktideen auf Papier skizzieren, ihre Idee vorstellen und sich dann gegenseitig Feedback geben. Eine Regel könnte sein, dass nur Modelle erstellt und gedruckt werden dürfen, welche die Funktion eines Kleiderhakens erfüllen. Auch wenn der Anwendungsbereich eingeschränkt wird, ergeben sich hier viele Möglichkeiten für die Umsetzung. Die Schülerinnen und Schüler werden auf diese Art in ihrer Kreativität nicht eingeschränkt. Das Ganze kann auch in einem größeren Kontext stehen, wie beispielsweise die Gestaltung einer Garderobe für die Klasse oder den Kindergarten im Ort.